Einen recht schönen guten Abend. Mein Name ist Göran Schöfer vom Kleinen Buchladen. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen denkwürdigen Tag, dem 71. Geburtstag. Nicht umsonst machen wir heute diese Veranstaltung mit den beiden Herren, die in diesen 71 Jahren so viel mitgestaltet haben. Ich durfte bloß die Hälfte meines Lebens ungefähr in dieser besseren Gesellschaft leben, aber nun sind wir da, wo wir sind. Ich begrüße ganz herzlich alle Freundinnen des kleinen Buchladens, alle Genossinnen, alle Gäste, herzlich willkommen. Begrüße natürlich ganz besonders Tefe Schur und Hans Modrow. Ich glaube, zur Vorstellung der beiden muss ich nicht. Modrow ist älter als ich. Gut, also ich begrüße ganz herzlich Hans Modrow und Tefe Schur. So, auch wenn es nicht so bekannt ist, aber es geht heute ja eigentlich um die Buchpremiere. Die sollte nämlich eigentlich schon im März sein, Tefe, und dann ist deine Buchpremiere dieses Buches, um das es heute geht. Tefe Schur, was mir wichtig ist, ist der Covid-19-Pandemie zum Opfer gefallen und nun kommen wir heute leider erst dazu, die offizielle Buchpremiere dieses Buches zu machen. Das war dir gar nicht so bewusst. Du, ja. Die sollte damals im Münzenberg-Saal stattfinden und musste leider ausfallen. So, ich begrüße natürlich auch die Vertreter des Eulenspiegel-Verlages, wenn sie überhaupt noch hier sind, die dieses Buch möglich gemacht haben und natürlich auch unsere Mitstreiter in Sachen Kultur vom Anti-Eiszeit-Komitee. Herzlich willkommen. Ja, wir sind heute, leider muss man sagen, ein relativ kleiner Kreis, aus bekannten Gründen. Bin froh, dass wir überhaupt die Veranstaltung durchführen konnten und muss mich, auch wenn Sie jetzt natürlich nicht da sind, bei all denen entschuldigen, die nicht dabei sein können, weil bei 20 mussten wir halt Schluss machen. Ich bin dazu aus dem Hause hier mehrfach aufgefordert worden. Aber das soll uns nicht die Laune vermiesen für den heutigen Abend, der hoffentlich schön wird. Ich wünsche allen viel Spaß und ja, wir fangen jetzt ein bisschen an zu diskutieren. Tefe, als erstes, du hast ja vor einigen Jahren schon eine Autobiografie geschrieben und jetzt dieses Buch. Wie kam es dazu, dass du, nachdem du ja schon einmal in einer umfangreichen Autobiografie über dein Leben berichtet hast, noch einmal ein Buch schreiben wolltest? Das ist ganz einfach. Inzwischen hat sich so viel ereignet und man hat auch nach hinten gesehen und hat sich gesagt, weshalb wird alles das, was wir an Gutem getan haben, schlecht gemacht. Weshalb berichtet man nicht über das, was bei uns gut war? Das Volksbildungssystem, das Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Sozial waren wir doch gut gestellt. Heute kämpft in Berlin hier alles um Wohnungen. Die einen, die das Geld haben, die wohnen in den Luxuswohnungen, die anderen, die im Keller sitzen, kommen nie wieder raus. Das hat es zu DDR-Zeiten nicht gegeben und deswegen sage ich mir, man muss ein bisschen, habe ich mir einverstanden erklärt, etwas über unsere Zeit schreiben und Fragen beantworten, die heute stehen. Ja. Ja, also hier sitzen ja zumindest zwei oder auch drei Optimisten, die mit Sicherheit keine Jammer-Ossis sind. Interessant, dass du, Hans, deine auch ein paar sportpolitische Wurzeln eben dargestellt hast, dass du für den Sport der DDR da in Japan eine Lanze gebrochen hast. Insofern könntet ihr ja auch eine gemeinsame Vergangenheit haben, Tefe. Wie lange kennt ihr euch eigentlich und was hat der Sport dabei für eine Rolle gespielt bei zwischen dir und Hans Modrow? Wir haben uns noch in der ersten Volkskammer getroffen. Erinnerst du dich noch? Da habe ich zu dem Sicherheitsmann gesagt, draußen, der hat hier so eine kleine Antenne draußen, hey, sag mal, kriegst du auf dem Ding auch ausländische Sender? Das konnte man damals noch sagen. Heute bringst du das, ja, heute machen sie sich nicht mehr draus. Heute geht alles über Sender.
ganz gleich, wo du bist. Und wenn du die Tür noch dreimal zuschließt, wie viele Schlösser haben wir heute dran an der Tür? Zu DDR-Zeiten hatte ich ein einziges Schloss dran. Heute habe ich noch eine Kette mit Vorhängen. Ach, hör auf, Leute, Leben wird immer schlimmer. Aber deine Frage ist damit nicht völlig beantwortet. Aber du hast die Chance, noch eine Zusatzfrage zu stellen. Dann leite ich die Frage erstmal an Hans weiter. Ach so, dann mach das mal. Naja, ich habe natürlich den Tefel wie Millionen Bürger der DDR zunächst auf dem Fahrrad gesehen und erlebt. Wir klatschen und freuten uns, wenn die Friedensfahrt durch die Lande zog. Da waren wir immer mit dem Herzen dabei und bei mir kam noch dazu das Vorbild eines Sportlers, dem man gefälligst auch nicht nur achten, sondern selber sich auch im Sport bewegen sollte. Ich war ja immerhin, als die Sportclubs gegründet wurden, mit der Begründer des TSC Berlin. Wir hatten viele Sportarten und habe dann noch danach in zwei Clubs im Vorstand gesessen, die mir, das muss ich sagen, dann Tefel doch näher als die Radfahrer waren. Das war zunächst die Tatsache, dass ich in Köpenick im Stadtbezirk der erste Kreissekretär der SED wurde und die Frage stand, wir haben ja eine Yachtwerft in Berlin, warum müssen wir in Dänemark die Boote kaufen? Wir haben die besten Ruderer, bloß Boote haben wir aus Dänemark. Also musste der Direktor der Yachtwerft, der Genosse Hermann, Mitglied im Vorstand in Grünau werden, wo ich auch dem Vorstand angehörte. Mit dem Ergebnis, wir bauten die Boote und da wir die besten Ruder hatten, waren wir die beste Konkurrenz für die Boote auch inzwischen auf den Weltmärkten geworden. Und dann kam die andere Frage, wie geht es mit dem Fußball weiter? Und es wurde ja dann Mitte der 60er erste Union gegründet und Eisern Union war dann den nächsten Vorstand, den mich angehörte. Und auch über den Weg lernte ich, du der Sportler, ich der Funktionär, den DTSB mit all dem, was dazugehörte, dann schon ganz gut kennen. Und so sind, glaube ich, dann unsere Begegnungen, die wir in der Volkskammer hatten, auch etwas mit solchen Zusammenhängen verbunden. In einer Reihe von Jahren, du sagtest das im Vorgespräch, Körperkultur und Sport, hieß es berechtigt, war ich der Vorsitzende des Jugendausschusses der Volkskammer der DDR von 58 bis 62 oder 63 sogar. Da war Körperkultur und Sport auch im Jugendausschuss groß geschrieben und so haben wir dann beide gemeinsam Etappen, die aus der Politik in die Gegenwart führen. Und was wir dann gemeinsam getan haben, wir waren beide solidarisch, als Manfred Ewald und andere juristisch verfolgt wurden. Wir haben nicht geschwiegen, wir waren immer solidarisch an ihrer Seite. Richtig. Ja. Da habe ich ein paar Stichworte herausgefischt. Darf man heute überhaupt noch von Frieden sprechen? Weil er sagt, ich bin die Friedensfahrt gefahren. Ich war vorher auch nicht so. Ja, ich bin 31 geboren, 33 nach der sogenannten Machtübernahme der Nazis, war das so? Da war ich 2 Jahre alt. Ich habe den ganzen Krieg erlebt. Ich habe, ja,
39 bis 40, 41, 45 den gesamten Krieg erlebt. Ich habe schlimme Zeiten erlebt. Wir haben da eingetrichtert, die deutschen Waffen sind die besten. Mensch, ich war einer von Flugzeugtypen. Wer bald, ja, mein Vater war Tankwart auf dem Flugplatz. Da will ich nicht weiter dazu sagen, das würde alles zu lange dauern. Aber ich war der festen Überzeugung, wir sind die Besten. Keiner hat was Besseres. Und dann rollten an unserer Ecke vom Panzerzeugheim Königsborn die Panzerfeldmarschmäßig über die Gleise, drehten bei uns um 45 Grad und fuhren weiter. Und wir konnten barfuß über die von den Panzern durch die Bodenwanne der Panzer verdichtete Sandmasse, konnten wir barfuß drüber laufen, so schwer war das alles verdichtet, dass heute eineinhalb Meter starke Betonschicht noch da und vorhanden. Aber ich kenne alle Panzertypen. Und die haben so da drüben von dem russischen Panzer T-34 den Arsch voll gekriegt, die haben den nicht wiedergefunden. Das war der beste Panzer des Roten Weltkrieges. Bei uns rollten die deutschen Panzer mit Maybach-Motoren. Da glühten die Auspuffe abends immer im Dunkeln. Die glühten, wir mussten alles dunkel halten. Jalousien vor den Fenstern, Rollos, zack, zack, alles auch mit Decken abgedunkelt. Und da fuhren die Panzer, da glühten hinten die Auspuffrohre. Benziner. Da kamen die Russen mit dem Diesel. Da möchte ich wissen, wer war der Bessere. Ist ja bekannt, dass der T-34 der beste Panzer des Roten Weltkrieges war. Aber wir hatten eine große Schnauze und das hat bei uns eingeimpft. Und dann habe ich mal bei Jakowlew gelesen, dass zuletzt dann die Russen die schnellsten Jagdflugzeuge hatten. Und wissen Sie, was dann passierte? Ich las bei Jakowlew, vorher bei Friedrich Wolf, dein Arzt als Freund und Helfer, die Natur als Freund und Helfer. Für Friedrich Wolf, so lautet das Lob, das Buch. Und in dem Buch habe ich gefunden ein Bild, da steht Friedrich Wolf in einem Gefangenenlager in Russland, damals einem deutschen Flugoffizier gegenüber. Und dieser Offizier hieß Heinrich Graf von Einsiedel. Und Heinrich Graf von Einsiedel war dort drüben, wie hieß die Nationalkomitee Freies Deutschland. Der war dort und hat sich angehört, was zu sagen war über den Krieg und überhaupt, über Frieden dieser Welt, der notwendig war. Der Heinrich Graf von Einsiedel war dann bei uns Linken im Bundestag. Und bei der nächsten Wahl, er schied aus, kam ich rein und hat sein Zimmer geerbt. Man hat mich in sein Zimmer verwiesen. Und er hatte zwei Betten, eins zum Hochklappen, da habe ich auch geschlafen. Und ein zweites hatte er für Besucher oder Besucherinnen. Das war so ein Plastikbett, so ein Plastikgestell. Das habe ich ihm abgekauft. Wisst ihr, da schlafe ich heute noch drauf. Ganz praktisch. Eine feste Unterlage, schlafe ich heute noch drauf. Aber jetzt komme ich zurück. Dieser Graf Heinrich von Einsiedel wurde durch eine russische Jak 9 gebaut in Sibirien, weil der Stalin musste alles nach hinten schmeißen, vorne war es gefährlich, alle Industrie nach hinten, nach Sibirien. Die wurde dort gebaut. Die war sauschnell. Die war im Steigflug schneller als die Messerschmitt. Die war wendiger und die war besser mit Geschützen und Maschinengewehren ausgerüstet. Und die Deutschen hatten Sprechfunk an Bord. Wenn die sahen, es sind Jacks in der Luft, dann haben die gedacht, bloß weg. Bloß weg, sie hatten keine Chance in die. Also Heinrich Graf von Einsiedel wurde abgeschossen. Und es laut und gleichzeitig flogen damals auch eine französische Yachtstaffel zur Unterstützung der Russen. Auch mit französischen Flugzeugen dort, haben die Maschinen später stehen lassen, so glaube ich, genau weiß ich das nicht, aber eins weiß ich, sie flogen alle Jacks. Und es gibt ein Gesetz in Frankreich, dass der Krieger, der als Sieger aus dem Krieg zurückkehrt, seine Waffe behalten darf. Da sind 40 Jacks nach dem Krieg in Paris eingeflogen, weil die durften alle ihre Jack behalten. Lesen Sie das nochmal in einem deutschen Buch, wird alles weggedrückt. Überhaupt nicht, kommt nicht mehr vor. Also, was mit uns heute geschieht, heißt, unsere Köpfe zu verdrehen. Und wie vielen haben sie die Köpfe nicht schon verdreht? Deswegen muss ich sagen, bei der Friedensfahrt habe ich gelernt,
was eigentlich das Wort Frieden bedeutet. Wenn man damals durch Polen fuhr oder durch die Tschechoslowakei oder überhaupt das Verhalten der Sportler in dieser gesamten Kolonne der Friedensfahrt, da beginnt man zu denken, vor allen Dingen über die Menschen, die noch ziemlich abgehärbt an der Seite standen, die eigentlich eine tüchtige Wut, gewaltige Wut auf die Deutschen haben müssten. Da habe ich so viele Freunde getroffen. Und da schließe ich damit ab, einer der Tschechen, ein Motorradfahrer, die hat noch immerhin diese Platten drauf, diese Tafeln, und haben uns informiert, wie weit wir Vorsprung hatten oder zurücklagen im Feld. Und ein Tscheche hat überhaupt nicht gegrüßt. Das war so ein brummiger Kerl, so ein kleiner Untersetzter. Ich dachte, Mensch, wenn ich gegrüßt habe, ich habe es den Menschen gar nicht getan. Aber da gab es dann später die Überlegung von mir, Mensch, der muss irgendwie von Deutschen bös mitgespielt worden sein oder seinen Familien. Und da passierte Folgendes, nach der sogenannten Wende, starb Jan Wedeli, der stärkste ihrer Fahrer, ein ganz patenter Kerl, wir hatten eine richtige Familienfreundschaft, der starb und ich habe meinen Sohn informiert, der heißt auch Jan, benannt nach Jan Wedeli. Wir fuhren rüber, ich hatte ein schönes Blumengebinde mit großer Schleife dran. Vor der Trauerstätte habe ich das ausgeladen, Jan hat das übernommen und genau der Tscheche, von dem ich sprach, der hatte seinen Wagen abgestellt, kam stracks über die Straße und reichte mir die Hand. Der hat sich gesagt, da kommt ein Deutscher, auf den man sich verlassen kann. Und das bedeutet mir heute noch etwas. Und wissen Sie, was mir noch passiert ist? Ich kriegte eine Einladung nach Theresienstadt. Dort wird noch eine kleine Friedensfahrt von Junioren gefahren, seit Jahren. 3 Etappen. Da bin ich mit Freunden hingefahren, habe die Siegerehrung bei denen mitgemacht. Und die Folge war, ich kriegte wieder Einladung, bin rüber und habe mir gedacht, die haben für unser Museum in Kleinmühlingen eine Rennmaschine gespendet, der neuesten Bauart der Tschechen. Die steht bei uns im Museum in Kleinmühlingen. Jetzt musst du wenigstens von dir ein Fahrrad mit rübernehmen. Ich habe aber keins mehr. Das ist nach der sogenannten Wende alles schön verteilt, ist irgendwo. In Bonn muss wirklich eins im Museum stehen, kann sein. Ich habe ja auch Nachbauten. Aber Schäfer hat von mir noch einen Original-Diamantrahmen. Haben unsere Kumpels damals gebaut, einen klasse Rahmen. Ja, den wollte der nicht hergeben. Er brauchte noch ein Stück von mir. Wissen, was ich mitgenommen habe? Mein Weltmeistertrikot von 1958. Dieses Regenbogentrikot. Schön in einem Kasten mit Glasscheibe drüber. Das habe ich mitgenommen. Und habe es den Tschechen dort in Theresienstadt, die kriegten vor 3 Jahren 3 Räume im ehemaligen, in den Räumen, des ehemaligen KZs, Konzentrationslager, kriegten sie kostenfrei, im Winter beheizt, für ein Oldtimer-Museum. Und ich habe zu denen gesagt, schon vorher, ihr Museum sollte auch etwas von der Friedensfahrt beinhalten. Also ich habe mein Trikot mitgenommen und habe mit den Worten, die ihnen das übergeben, beste Wünsche für das Wachsen oder zur Gründung ihres Museums, zum Wachsen und zum Ausbau mit Beinhaltung Friedensfahrtergebnissen und Emotionalien, aber auch im Gedenken an die 54.400 Menschen, die in diesem TZ von Deutschen umgebracht wurden. Das habe ich ihnen übergeben. Und die Folge ist, ich bin vor 3 Wochen drüben gewesen, eingeladen wieder zu den tschechischen Senioren. Wir sind eine kurze Runde gefahren. Und die Folge ist, der Vertreter des Radclubs von Theresienstadt hat mich gefragt, ob sie mir die Ehrenmitgliedschaft antragen dürfen. Habe ich gemacht. Ich habe die Urkunde da. Ich bin Ehrenmitglied in Theresienstadt im Radsportclub. Man muss erst mal ein deutscher Fest fertig bringen. Insofern verlassen sich die Tschechen genau sehend einige auch noch auf uns wie früher. Das wird auch so ein Problem.
Und insofern sage ich mir, das Wichtigste, das wir uns erhalten müssen, ist der Friedensfahrt, der Frieden. Und das habe ich bei der Friedensfahrt gründlich gelernt, was der Frieden und die Friedensfahrt mit sich brachte und der Frieden so stark war, wie wir stark waren. Als wir schwach gemacht wurden später und heute noch schlecht von uns geredet ist, da möchte ich dem beweisen, ich könnte ein weiteres kleines Büchlein schreiben über Wahrheiten. Ich denke mal, das würde für viele von uns zum Erfolg werden. Ich bedanke mich erstmal. Ja. Ja. Sehr beeindruckend, Tefe. Ich komme auf meine Zusatzfrage und auf das Buch. Nochmal zurück. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich hatte auch ein bisschen die Möglichkeit, mich im System des DDR-Sports auszuüben. Und zwar an der KJS Ernst Grube vom TSC Berlin hier als Schwimmer mehrere Jahre lang. Und zu diesem Thema der Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Körperkultur und Sport hast du ja auch sehr viel in deinem Buch geschrieben. Als Grundlage dafür, dass wir so erfolgreich waren im Sport. Nicht die anderen Geschichten, die dann jetzt so hochgebauscht wurden, sondern das, was in unserer Kinder- und Jugend- und Sportpolitik von Anfang an angelegt war. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Es gibt ein kleines Lexikon Körperkultur und Sport in der DDR. Sicherlich kann man das irgendwo noch in irgendeinem Antiquariat kann man das erwischen. Aber ich würde es jedermann raten, wenn schon die Frage steht, was wir zum Ziel hatten, welche Erfolge wir hatten, welche Sportarten wir betrieben. Das war nicht wenig. Der Sport war anständig gefördert. Nun will ich nicht gegen den jetzigen Sport reden, aber eines muss ich sagen. Wir waren ohnehin besser aufgestellt. Das bringt man unter den jetzigen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht mehr so hin. Heute ist der Sport nur noch Geld. Damals bei uns in der Republik haben alle Kreise, alle Schulen mitgearbeitet an der Ausbildung von einigermaßen sportlich vorgebildeten Kindern und Jugendlichen. Das war ein gesamtgesellschaftliches Problem. Heute macht schon jedes Land macht sein Ding, was Körperkultur oder überhaupt, sie nennen es nicht mehr Körperkultursport. Das eine macht das Gesundheitswesen. Meiner Meinung nach gehört der Sport dort hinein mit allen Ansprüchen. Aber das Innenministerium ist im weitesten Sinne für den Sport heute zuständig. Und so wie Geld für heute ausgereicht wird, das reicht eigentlich nicht. Ich habe das große Glück. Wir haben in Kürze 30 Jahre Gründung des Landessportbundes und hatten in Dessau eine Gründungsveranstaltung. Dort stand jemand auf, ein Kreissportlehrer, und hat gesagt, ja, wir haben jetzt die Vizepräsidenten, den Präsidenten gewählt, wir können doch auch noch einen Ehrenpräsidenten wählen. Ich schlage Tefe Schur vor, die habe ich damals zum Ehrenpräsidenten gemacht, der bin ich heute noch. Die werden mich nicht wieder los, aber ich bin bei allen Tagungen des Präsidiums des Landessportbundes Sachsen-Anhalt dabei und ich bin auch hin und wieder draußen und ich erzeuge mich, wie draußen gearbeitet wird und weiß, was getan wird, aber bei weitem nicht so gründlich und wie das bei uns war. Bis in die Betriebe hinein, die Schulen, alles hat irgendwie Sport getrieben. Und jetzt unterbreche ich das bitte nochmal, wenn ihr nochmal Verständnis habt. Weit wichtiger heute ist, dass wir uns umgucken, was bei uns in Deutschland passiert. Das wollte ich vorhin schon bringen. Ich lese also heute die Junge Welt. Ich habe sie noch. Und die behalte ich auch. Da steht hier auf der letzten Seite, Mittwoch, 7. Oktober, irgendwann konnte ich nur noch schreien. Da hat hier eine Klimaschutzaktivistin, ist von Polizisten bedrängt worden, dass sie Angst hatte bei einer Demo. Und ein Polizist hat sie den Kopf gehalten und hat ihr aufs Auge geschlagen. Wir können die Aufnahme hier sehen. Könnt ihr bei der Jungen Welt heute nachlesen, was er der Frau an den Kopf geworfen hat und was er gemacht hat. Und da habe ich mir gedacht, es sind heute ausgebildete Polizisten, die existieren, die brutal und hart zuschlagen. Da kriegt man in diesem Leben Angst vor der Polizei. Hatten wir zu DDR-Zeiten mal Angst vor der Polizei?
Ich nicht. Die waren bei uns, die haben die Strecke abgesperrt, die waren sicher, die Jungs. Da konnte man sich drauf verlassen. Und da habe ich hier, ich kriege seit dieser Zeit, da ich Ehrenpräsident bin, von Nordrhein-Westfalen, diese Broschüre, dieses Blatt. Da heißt es, Demokratiedefizit im gesamten Sportsystem. Da haben sie Demografieprobleme. Aber was mir wichtiger war heute, im Zusammenhang mit dem heutigen Treffen hier, Neonazis im Kampfsport. Die haben ihre eigenen Kampfsportvereine. Das lässt man in Deutschland zu. Wo gab es die in der DDR? Und die bilden sie, solche Truppen bilden sie aus bei Nazi-Kampfsportvereinen. Die existieren. Damit befasst man sich heute schon in meinem Sport. Landessportbund gibt es noch nicht, das noch nicht. Aber ich denke mal, wir werden genauso ergründen und berichten müssen, was auch in Sachsen-Anhalt passiert. Das ist unwahrscheinlich und das müssen wir uns merken. Das Leben wird immer gefährlicher. Also wenn die Polizei kommt, einen Stahlhelm aufsetzen. Das wird aber nicht helfen. Bedanke mich erstmal. In dem Zusammenhang, wir hatten vor 3 Wochen hier eine Buchpremiere mit einer jungen Autorin, Eva Kienholz. Der Titel des Buches ist Ihr Kampf, wie Höcke und Co. die AfD radikalisieren. Auch da war es sehr beeindruckend und eigentlich auch furchterregend, wie stark doch die faschistischen Tendenzen in diesem Land wieder um sich greifen. Die junge Frau, die Autorin des Buches, hat sich unter falschem Namen in die entsprechenden Strukturen eingeschlichen und ein sehr beeindruckendes Buch geschrieben, was ich nur empfehlen kann. Und insofern kann ich Tefa da nur zustimmen. Kann ich dir nur zustimmen, in dem, was ja, ich habe gerade nochmal von dem Buch von der Eva Kienholz, worüber wir uns vorhin, ach, vorhin unterhalten haben, ja, erzählt. Und ja, das ist dass es jetzt ja sogar so weit kommt, dass in den Polizeistrukturen diese faschistischen und radikalsten Strukturen entstehen, ist unglaublich. Und du hast vollkommen recht, wir leben in gefährlichen Zeiten mittlerweile wieder. Also wenn wir von gefährlichen Zeiten reden, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, die Sache auch ein Stückchen höher zu heben. Wir leben, das ist meine Überzeugung, aus eigenem Erleben, dass wir in eine dritte Phase der Nachkriegszeit gehen, mit einer ganz, ganz tiefen Zäsur, die besonders Deutschland, wenn es Europa geht, betrifft. Wir hatten eine Zeit des Kalten Krieges, die geht bis 1991. Die Sowjetunion ist weg. Der ganze Osten Europas, der reale Sozialismus existiert nicht mehr. Es ist Freiraum gegeben und es kommt eine Phase, wo 2+4-Vertrag formal das Ende des Zweiten Weltkriegs ohne Friedensvertrag besiegelt. Was entsteht, ist ein größeres Deutschland, nicht ganz so groß, wie es die BRD mit Kohl gewollt hatten. Die Grenze an Oder und Neiße, für die wir als DDR 1950 eintraten, ist geblieben. Nicht zuletzt, weil klar war, hebt man sie auf, wird Schreckliches geschehen. Geschehen ist aber auch an dieser Grenze, gleich nach 1992, 93, dass mehr als 100 Menschen dort ihr Leben verlassen haben. Weil ja Polen nicht in der EU und nicht in der NATO war. Der Strom ist weiter kontrolliert und es war der von Weizsäcker, der Präsident
der deutlich gesagt hat, was erst an der Elbe geschah, geschieht jetzt an der Oder. Kein Mensch redet darüber, wie diese Opfer, anders kann man ja nicht sagen, an der Oder, die vor allem ja über die osteuropäischen Länder kam, dort ihr Leben gelassen haben. Jetzt sind wir seit etwa nach meinem Bewerten, seit 2015 bis 2017 geht dieser Umbruch im Großdeutschland, das sich entwickelt. Und da ist das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ein Teil der Sache. Das eigentliche Problem besteht heute darin, dass wir mit der Bundesrepublik Deutschland heute die stärkste Wirtschaftsentwicklung und damit eine Wirtschaft haben, die höchstens noch mit China um den Weltmeister im Export im Wettbewerb steht. Und der ist übel mit all den Zeichen, die wir ja jetzt erleben, wo die Pandemie ja ihre Auswirkungen erst in Ansätzen zeigt. Und was wir haben, ist heute das Großdeutschland mit einer Militärmacht, wie sie bis dann nicht da war, wenn es um die Schlagkraft geht, die sie besitzt. Nicht die Zahl der Soldaten ist heute vor allem das Maß der Dinge. Die Schlagkraft, die man besitzt, und die Führungsfähigkeiten, von denen in der NATO gesprochen wird. Und das ist der Prozess, der sich in der Bundesrepublik entwickelt. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Bilder, über die wir in der Polizei sprachen, sich nun auch in diesem berühmten Sonderkommando der Bundeswehr wiederfinden. Jetzt wird geprüft, jetzt wird aufgelöst, eine Kompanie, aber das Regiment wird bleiben. Man stellt sich auf jede Form des Krieges, egal wo Krieg in der Welt ist, auch ein. Denn eine Tatsache ist doch, ja, man kann sich auch wegen mir darauf einigen, der Kalte Krieg könnte 1991 zu Ende gegangen sein. Und er gab Raum für heiße Kriege. Statistiken sagen, mehr als 100 heiße Kriege hat es seitdem gegeben und heiße Kriege werden heute geführt. Schauen wir nach Karabach, was dort geschieht. Der heiße Krieg geht gerade erst los. Man gewöhnt sich daran, dass 20 Jahre Krieg sein kann, ohne dass man darüber noch heute irgendwo in Aufregung erscheint. Und daher dieser Schnittpunkt, von dem ich sprach. Dann kommt ein Präsident, der Pastor Gauck, und wendet sich an die Mütter in Deutschland und sagt, ihr müsst Verständnis haben, dass aus Kriegen auch Söhne tot nach Hause kommen können. Und geht man heute im Standort der Bundeswehr nach Potsdam, wo die Landstreitkräfte ihren Führungsstab haben, da sind die Ehren für die neuen Gefallenen schon aufgeschrieben. Und im Deutschen Bundestag kann im Juni dieses Jahres geschehen, dass der neue außenpolitische Sprecher Gregor Gysi für die linke Fraktion bei seinem Auftritt den Zwischenruf kriegt, Mörder. Der nächste schreit vom AfD, Mörderpartei. Der Präsident, der die Sitzung leitet, bringt keinen Ordnungsruf. Und die Linke wehrt sich auch nicht dagegen. Sie will ja
eine Prüfung herbeiführen, ob nicht die Außen- und Sicherheitspolitik eine Korrektur erfahren müsse. Rot-Rot-Grün ist gefragt, wie viel Kompromiss will ich machen, wenn Rot und Grün es waren, die in Jugoslawien 1999 auch mit im Kriege waren. Wir erleben eine Zeit, wo es nötig ist, Lehren aus der Geschichte zu ziehen, fällt schwer. Gleiches wiederholt sich auch nicht. Nur wenige laufen rum und rufen Heil Hitler. Aber die AfD selber ist gar nicht so sehr dagegen, dass es auch mal diesen Ruf gibt, dann ist man mehr in der Mitte, wenn man sagt, na, aber das wollen wir doch nicht. Wir wollen teilhaben an Macht und mächtig werden. Und man soll nicht vergessen, wir sind beide nun nicht ganz in dem Alter und alt genug. Wie war denn das 1929, 30 noch mit der NSDAP? Da glaubte noch keiner, dass 33 die Macht übernommen ist. Es ist an der Zeit, die Zeit auch ernster zu sehen und die Analysen etwas tiefer zu betreiben. Und Polizei ist dafür ein Ausdruck, aber anderes, viel tiefer, ist heute im Geschehen. Und wenn man über die Corona-Pandemie noch was sagt, dann soll man eines auch mit betrachten. 7 Millionen sind in den USA davon betroffen. Aber Tote haben sie mehr als doppelt so viel als die USA im Ersten, im Zweiten Weltkrieg und in Vietnam an Toten gehabt haben. Das heißt, hier wird sichtbar, wohin sich Dinge in der Welt bewegen. Und da, glaube ich, ist das Büchlein, was der Tefe jetzt erneut bringt, eben auch ein Ruf, seid nachdenklich. Und Fucek sagte, seid wachsam. Ja, was nun? Ja. Ich habe gesagt, was nun? Da sitzen wir alle und venieren auf und denken darüber oder nicht darüber, was wir gesagt haben. Aber über allem steht heute eigentlich von denen, die begriffen haben, was auf der Welt geschieht, was wird mit unseren Nachfahren? Da klingt, was ich vergessen habe, die kleine Frau wird hier verdroschen, die ist bei dieser Kinderbewegung. Wie nennt die sich? Fridays for Future. Die Kinderbewegung ist eine hervorragende Sache. Die muss man mit aller Kraft unterstützen, alle Schulen. Was die Kinder machen, bewegt die Großen endlich mal ein bisschen, aber sie drücken es weg. Sogar die Polizei geht hier gegen Kinder vor, wenn ich das richtig lese. Das ist eine riesengroße Sauerei. Und insofern kann man nur von hier aus den Wunsch haben, Kinder, bleibt stark. Also, ich werde auch in Zukunft, wo sich diese Bewegung bewegt, dabei sein wollen. Das ist erste Pflicht für uns, dass die nach uns kommenden ein bisschen anders mit der Fahne wehen, mit der richtigen Fahne, sodass die Großen sich oben bewegen müssen. Aber das wird ein Problem. Die haben oben so viel Geld angehäuft, mit dem, ich erinnere mich an meine Kinder- und Jugendzeit, da waren hervorragende Dinge, so aus wie heute, alles gut, alles in Ordnung, alles bunt, noch nicht alles fertig, aber es war hochgerüstet.
und heute ist schon wieder hochgerüstet. Jetzt überlegen die schon, ob sie zustimmen, dass die deutsche Armee mit Drohnen ausgerüstet wird. Das ist die schweinigste und wie soll ich sagen, die schweinigste Art, Krieg zu betreiben, diese Drohnen und Pfeile von oben aus 1000 Kilometer Entfernung auf den Knopf zu drücken und da unten Menschen abzuknallen, die ihnen von Drohnen angezeigt werden. Soweit sind wir nun schon wieder und man hat, wo man sich bewegt, auch immer, hat man ein bisschen Angst. Und in Zukunft, wenn die sich Drohnen anschaffen, und ich bin mal wirklich noch mal beim Training draußen, dann schmeiße ich mein Handy weg, damit ich nicht zu orten bin. Also so gefährlich wird unser Leben, das ist uns noch gar nicht mal klar. In dem Sinne sind die Kinder nur zu unterstützen. Diese Bewegung muss stärker werden. Das war's von mir. Danke. Ich würde dann... Hans, wolltest du noch was sagen? Ansonsten würde ich jetzt fragen... Wolltest du dem Saal noch eine Möglichkeit? Ja, trainieren Sie heute noch? Fahren Sie heute noch? Trainieren Sie heute noch etwas und fahren Sie noch Fahrrad oder nicht mehr? Wie schätzen Sie meine Gesundheit ein? Hervorragend. Danke. Das ist doch schon ein Prädikat. Nee, ich fühle mich ganz gut. Bin ja mittlerweile, wie bekannt ist, 89 Jahre. Ich werde im nächsten Jahr 90. Mein Wunsch ist, 100 zu werden. Und ich hatte ein herrliches Erlebnis vor kurzem. Das ist ein Zufall. Da stehen vor ein paar Tagen ein paar junge Menschen, die haben geklingelt, stehen draußen und haben die junge Frau ein Diamant, nein, Diamantrad blau, wie wir es vorher als Sportrad hatten. Und ihr Partner, der hatte ein Diamantrad, das war so braun gespritzt, aber ich kannte die Farbe nicht. Aber trotzdem war auch ein Diamantrahmen, habe ich sofort erkannt. Und die wollten auch jeder auf ihrem Rahmen oben, auf dem blauen mit schwarz, auf dem anderen Rahmen mit Gold, meine Unterschrift haben. Habe ich gemacht. Und dann zog die junge Frau eine Flasche Rotwein aus dem Tornister. Als Dankeschön. Ich wollte mich sträuben, aber konnte ich nicht. Da hing noch etwas dran, aus dem wurde ich nicht klug. Vorher haben wir mal mit Laubsäge gearbeitet, so Laubsägearbeiten. Habe ich aber nicht erkannt, was drauf war. Aber ich sagte, wenn ich sie schon annehme, dann müssen sie beide ihr Autogramm draufschreiben. Da schrieb er drauf Klaus und sie schrieb drauf Tina. Und dann habe ich sie gefragt, Klaus, was waren Sie mal? Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Musiklehrer, sagt er. Ich bin 17 Kilometer von hier als Musiklehrer tätig. Und da habe ich sie gefragt, er sagte, Sie Politikwissenschaften. Oh, sorry, das ist eine harte Nummer. Aber als ich drin war nachher, habe ich mal nachgesehen, dieses 100, dieses X bedeutet, die wünschen mir einen guten Weg. Bis zum 100. Das ist nicht eine Sache. Solche Menschen, die überlegen, wenn sie etwas schenken, was schenken wir denn dem nun? Der hat doch alles so ungefähr. Habe ich auch. Habe Haus und Grundstück, da bin ich ganz alleine. Aber ich muss es verkaufen. Da jammern die Kinder schon. Aber muss ich. Die warten alle auf ihr Geld. Hier in Berlin ist eine, die braucht für ihre Wohnung. Die andere auch. Der Jan ist bloß Trainer. Er hat zwei Jungs, meine Enkel. Große Kompakte, aber das zahlt er doch im Moment. Im nächsten Jahr nicht mal, dann sind die auch raus. Und so ist das Leben heute. Es ist härter geworden. Das sieht man manchmal nicht so als Rentner. Ich komme mit meiner Rente aus, ich kriege eine sehr gute, 1800 Euro und noch ein paar zerquetschte, das ist eine gute Rente, da kann ich damit leben. Kartoffeln kann ich mir selber kochen, ich habe einen Dämpfer besorgt, stimmt's? Na ja, dann gibt es Brokkoli, das soll sehr gesund sein. Und dann gibt es Olivenöl und dann gibt es Salz und das habe ich schon ein paar Mal gegessen, das ist große Klasse. Außerdem gibt es in der Magdeburger Gegend NVA-Feldsuppe, Erbsensuppe aus der Börde-Gegend. Die müssen wir mal essen, das ist ganz große Klasse, habe ich immer Vorrat. Und so schlägt man sich durchs Leben, wie lange weiß ich nicht, vielleicht treffe ich noch jemanden. Sieht so aus,
Ja, mit denen ich mich vertragen könnte und der also über Dampfkochtopf die Dinge noch besser kann als ich. Ja. Also soweit, wenn man, ich habe mal einen Spruch geprägt, da steht hier hinten drauf, man bewegt sich nicht weniger, weil man alt wird, sondern man wird alt, weil man sich weniger bewegt. Und das ist mir Pflicht, da ich mit dem Radfahren Probleme mit dem rechten Knie habe, diese Probleme aber nicht so habe, wenn ich gehe, nicht laufen. Laufen heißt stauchen, gehen. Und da habe ich also in der Vergangenheit, manchmal abends bin ich gelaufen, im Sommer noch, 4.500 Schritte oder 5.000 Schritte. Das war so die Norm, ein paar Wochen lang. Im Moment nicht so, je nach Wetterlage. Aber ich werde das weiterführen. Das ist gut. Insofern kann ich Ihnen nur anraten, die Zeiten werden härter. Ich merke, dass draußen so viele Nadeln von meinen beiden Bäumen, die vor dem Haus stehen, habe ich noch nie nach hinten fahren müssen. Ich habe zwei Eichen im Grundstück, ich wollte kein Grundstück haben vorher, aber ich habe es heute. Ich habe so viele Eichen weggefahren wie noch nie. Das ist schlimm, also, was sich in der Natur tut. Ich habe für über 160 Euro Sonnenblumenkerne gekauft. Ich habe Spatzen draus, ich habe noch Meisen und ich habe Eichhörnchen. Und ich will Ihnen sagen, ich habe auch in diesem Jahr, auch wenn ich mit dem Auto gefahren bin, Insekten kaum. Trabi, wenn wir gefahren sind, solche Strecken nach Berlin, da war die Scheibe, nein, ich will nicht sagen zu, aber musste man bearbeiten mit Schwamm und Rauigkeiten. Heute kaum noch Insekten. Wovon soll die Vogelwelt leben? Die Raben, die Schwarzröcke, die Krähen, die beobachte ich bei uns in der Straße, die müssen irgendwie dahinter gekommen sein, wo die Eichhörnchen die Walnüsse verstecken. Die sitzen auf dem First des einen Hauses, ich beobachte das, fliegen drüber, lassen die Walnuss fallen und die knackt da unten auf dieses Granitpflaster. Und wenn die kaputt sind, sind die runter und picken die Nüsse aus, die Innereien. Es ist erstaunlich, was die Vögel können, aber mir sagt das, wenn wir nicht ein bisschen etwas für die Tierwelt, für die Fliegenden, für die Vögelchen tun, gehen die auch ein. Es ist also schlimm und man sollte sich heute in der Stadt nicht wohlfühlen, in dem Denken, na ja, wir haben ja ohne ein paar Piepmetze hier und auf dem Land werden mehr sein. Nein, es geht alles kaputt. Und insofern gibt es nur eine Schlussfolgerung. Wenn wir lange gesund bleiben wollen, dann müssen wir darüber nachdenken. Wir müssen uns beherrschen, wir müssen uns schlank halten und wir müssen gucken, was ist doch einigermaßen zu genießen und was kann man unbedenklich genießen. Und wenn ich mit meinem Freund vor ein paar Jahren noch trainiert habe im Herbst, da waren einige Felder gelb, wir hatten keine Erklärung dafür, was ist das. Heute wissen wir, das ist Roundup, stammt von diesem Glyphosat her, was wir angekauft haben, Deutsche. Da sind wir schwer auf die Schnauze damit gefallen. Aber soweit mehr nicht, halten Sie sich gesund. Das ist das Allerwichtigste heute. Und glauben Sie nicht alles, was man das heute schreibt. Das Lesenswerte kann man noch genießen. Das, was wir sehen am Fernsehapparat, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Da lullt man uns ein. Ich bedanke mich. Ja. Ja. Frage an Herrn Schur. Sie haben vorhin gesagt, in der DDR, da hat die Polizei nicht zugeschlagen. Ich habe zum Beispiel im ZDF Dokumentation gesehen, da wurden Bilder gezeigt, wo Ende 1989, wo die Polizei aus der DDR den Knüppel rausgeholt hat. Ende 1989 hätte die Polizei den Knüppel rausgeholt bei den Demonstrationen. Hallo? Weil du vorhin gesagt hast, auf die Polizei ja, und jetzt kann sein, ich habe es nicht gesehen. Aber heute scheint es Usus zu sein, dass man einen Knüppel herausholt. Und der Beweis, dass es sogar Truppen gibt, wie derjenige, der hier die junge Frau von, wie heißt es, Three Days for Future, genau auch mit so einer gepanzerten Faust, so einer bewehrten Faust aufs Auge gehauen hat. Die gibt es hier
können Sie nachher mal im Bild festhalten. Wissen Sie, was der gesagt hat? Ich sage es nicht. Ein ganz schweinisches Wort hat er ihr an den Kopf geworfen. Das sind ausgebildete Leute. Und solche Leute müssen heute hart bestraft werden. Aber sie werden ja ausgebildet. Wo wollen die mit ihren Kräften hin? Sind die nun gedoppt? Wenn die Frage Doping gestanden hätte, hätte ich gesagt, lesen Sie nach, wir haben darüber so viel geschrieben. Aber heute werden auf der Welt Tonnen von Rauschgiften umgesetzt. Die kriegen nicht alles. Die Frage stand schon damals im Bundestag, im Sportausschuss. Da habe ich auch schon damals darauf hingewiesen, wie viel Kokain und ja, die ganzen Gifte, habe ich den Zoll gefragt, wie viel davon erwischt wird. Da sagt er ungefähr 4-5%, das andere erwischt man nicht. Heute kümmert man sich da nicht, überhaupt nicht mehr gezielt darum. Heute spielen die da oben mit der Dopingdrohung, die soll sich mal festhalten. Wir hatten in Kreischer ein Sanatorium. Das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es eine Klinik. Heute zeigt jeder Sportler, der aufhört mit seiner sportlichen Tätigkeit, sein Abtraining selber. Abtrainieren heißt, ein Herz von dem Kaliber, dass man nach ungefähr 8 bis 10 Jahren Hochleistungstraining hat, muss wieder zurückgebildet werden. Ich war im Krankenhaus vor 2 Jahren und hatte mir den Fahrzeugcomputer gekauft. Und statt in Magdeburg vom Hauptbahnhof, meine Tochter kam aus Berlin, ich habe sie abgeholt, es war kalt, ich habe meine Klimaanlage laufen lassen. Neben mir stand ein Benziner, der lief auch die Klimaanlage. Ich habe, ohne dass ich das, ich habe mich konzentriert, ich habe den Computer da erstmal, ich hatte ihn ausgepackt und musste erstmal in Ordnung erstmal lesen. Ja, jedenfalls, ich bin nach Hause gefahren, mir war richtig betrunken. Der Zufall, mein Sohn war zu Hause, sagte, Alter, was ist los? Ja, mir ist wie besoffen. Ich kann nur die Gase eingeatmet haben. Da sagte der Mensch, Alter, da fahren wir mal gleich hier 6 Kilometer in die Pfeiferschen Stiftungen, in eine kirchliche Einrichtung. Da sind wir hingefahren in die Notaufnahme, macht man eigentlich nicht, aber da sind wir hin. Und die sagten zu mir, kommen Sie mal 2 Zimmer weiter. Da muss ich mich auf die Pritsche packen. Dann haben sie erstmal hier fürs Labor ein bisschen Blut abgenommen, haben hier oben Elektroden dran gepackt und die junge Ärztin ging raus, dann kam sie wieder, mein Sohn war mit im Zimmer und sagte, also, ich kann nicht feststellen, sagte, ist alles in Ordnung. Ich dachte, die muss da denken, der Alte simuliert. Und da habe ich Jan gefragt, aber Jan, wie viele Kilometer bist du in deinem Leben gefahren? Und da sagte der, 500.000, eine 500.000, sag ich. Da komme ich nicht mehr hin. Ich bin jetzt etwa bei 440.000 Kilometer, Radkilometer. 40.000. Dann habe ich noch eins nachgereicht. Und was hattest du morgens für einen Ruhepuls? Und dann sagt er, 36, 38. Ja, ich auch. Da guckte die junge Ärztin wieder. Dann ging sie raus, kam wieder und sagte, Herr Schuhr, wir können nichts finden, aber wir würden Ihnen antragen wollen, in den nächsten Wochen mal zu uns zu kommen, dann können wir sie so 2-3 Tage richtig durchschicken. Das habe ich gemacht. Ich bin dort rein, habe mich angemeldet, ich lag 3 Tage dort im Krankenhaus, die habe ich völlig durchgeschickt, bis Kopf in Scheiben geschnitten, alles in Ordnung. Was sagen denn dazu? Die hatten also die Ergebnisse des Leistungssports, die Wirkungen des Leistungssports hatten die nicht da. Das hatten wir aber in der DDR schon. Wir hatten jährlich nach Untersuchungen, das nicht passiert, bezahlt. Da hatte ich nichts zu bezahlen. Heute bezahlt jeder Profi seine Sache selber, wenn er nicht einen Sponsor hat, der für ihn eintritt. Also es ist die große Freiheit ist eine große Sache, die man in dem Falle in dieser Gesellschaft nicht hat. Jeder macht sein Ding. Ja, er hält sich untereinander ihre Solidarität für den anderen. Kann ich Ihnen nur wünschen. Danke. Ein Zeitzeugen von 1989 hier oben zu sitzen, Hans Dohr, ist das laut. Das hören Sie hinten nicht. Ja, habt ihr mich verstanden? Also, Hans Moro wird auch noch sich zu dieser Frage äußern. Ihre Frage kann der Teve nicht beantworten.
Und die Frage, die Sie stellen, geht an die, die Verantwortung trugen. Denn Tefe war nicht der, der die Verantwortung dafür hatte, welche Befehle es gab, um Kräfte der Polizei selbst, auch der NVA, dann mit einzusetzen. Ich gehöre nicht nur zu den Zeitzeugen, gehöre zu denen, die Verantwortung tragen. Und daher auch dazu ein paar Worte. Zunächst der politische Ansatz. Tatsache bleibt, dass wir in den Führungsorganen zuerst innerhalb der Führung der Partei keine Bereitschaft hatten, um die wirkliche Stimmung und Lage im Land genau anzunehmen und zu überlegen, woher kommen bestimmte Erscheinungen, welche Probleme hängen hier zusammen und welche Fragen stehen im Raum. Ging immer um die Frage, die einen waren schon in der Bewegung, die auch noch etwas mit dem Knüppel kriegten, die davon ausgingen, wir brauchen eine andere DDR. Wir wollen sie nicht aufgeben. Viele von ihnen, und das sind nicht wenig tausend, erinnern sich an diese Haltung, die sie hatten, auch nicht gerne. Sie möchten heute als jene dastehen, die ja schon immer dagegen waren. Wir haben eine derartige Situation, wo diese Differenziertheit der Geschichte nicht aufgearbeitet wird, wenn schon von Aufarbeit die Rede ist. Und hier kann ich nur aus direkt meiner Verantwortung noch etwas sagen. Klar war, dass wir in Dresden, und ich bin ja dafür auch mit 10 Monaten Gefängnis in der Bundesrepublik Deutschland auf Bewährung verklagt worden. Wer weiß nicht und wer kennt nicht die Schlagzeilen, die es bis heute gibt? Der 4. Oktober in Dresden. Was waren da am 4. Oktober? Am 30. September steht der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Herr Genscher, auf dem Balkon der Botschaft der Bundesrepublik in Prag und verkündet vor Tausenden, Sie können jetzt in die Bundesrepublik fahren. Hat er das aus DAFKE gemacht? Oder war dieser Außenminister sich nicht ganz sicher? Mit seiner Auskunft, er konnte sicher sein. Das war der 30. September. Denn zwischen Bonn und Berlin war vereinbart, es fahren 12 Züge. 3 davon müssen über das Gebiet der DDR und das konnte nur Dresden sein. Und die anderen fahren über Cheb nach Waldsassen. Und da ist dann keine Störung mehr. Und Honecker wollte, ja, 3 Züge müssen fahren, damit keiner als Staatsbürger der DDR in diesem Falle die DDR verlassen wird. Davon hatten wir in Dresden keine, weder Information noch eine Ahnung. Die Bundesrepublik wusste es genau, denn der im Umfeld von Genscher Verantwortliche für sein Sekretariat, Herr Ischinger, der heute ja in München die sogenannte Sicherheitskonferenz leitet, fuhr mit in einem der Züge, um die es in der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober in Dresden ging. Da waren nicht nur die Einsammelnden mit dem Ausweis, da waren auch die Beamten aus der Bundesrepublik, die mitschauten, was denn in den Zügen passiert. Und als in Berlin sich nichts rührte,
außer dass ich ein Telegramm kriege, da werden Züge fahren, meldet sich Otto Arndt, der Minister für Verkehrswesen, wir kannten uns gut und waren auch Freunde geworden, sagte mit aller Eindeutigkeit, als ich ihn sagte, du bist doch ein Idiot, lass doch die Züge über Waldsassen rausfahren. Die letzte Distanz hat entschieden. Und die letzte Distanz hatte die Vereinbarung zwischen Berlin und Bonn getroffen. Die machte Genscher sicher mit einer Auskunft, die ja 4 Tage noch im Raum stand. Und die andere Seite war sicher, die Züge fahren und kein Staatsbürger der DDR wird in die BRD ankommen. Sie sind dann alle aus der Staatsbürgerschaft entlassen. Das sollte das Signal vor dem 40. Jahrestag der DDR sein. Und dann war eine Situation, die in Dresden bis zum 8. Oktober ging. Und da entschieden wir in Dresden einen Tag früher als in Leipzig, dass es keine Gewalt mehr gibt. Wir hatten den Bischof, der selber sich meldete, er möchte zu denen sprechen, die auf der Prager Straße sich zusammenfanden. Und er und der Superintendent Ziegner gingen und sprachen dort. Und ab dann war in Dresden die Gewaltlosigkeit als eine politische Entscheidung, die auch später sich weitertrug. Und fortgesetzt war diese Entscheidung dann auch, und das möchte ich auch mit Deutlichkeit sagen, nachdem die Debatten im Politbüro ja begannen und Honecker mit uns den ersten Bezirkssekretären, das war der 11. Oktober nach meiner Erinnerung, uns erklärte, wie es weitergeht, Gorbatschow war da, wir haben eine Zukunft. 3 der Bezirkssekretäre machten kritische Bemerkungen, aber dann war auch wieder Stille im Raum. Und Egon Krenz flog dann nach Leipzig, gemeinsam mit dem Generaloberst der Volkspolizei, mit einem Generalleutnant der Staatssicherheit und mit dem Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates, Generaloberst Strelitz. Beide kommen dann zurück, gehen zu Honecker, der ja noch im Amte war, und stellen nun die Frage, was soll geschehen? Und Strelitz hat einen Befehl vorbereitet, der die Gewaltlosigkeit bringen soll. Und heute wird noch immer darüber informiert, da sollte ja eigentlich die Panzer eingesetzt werden. Und es war auch das Krankenhaus vorbereitet und die Blutreserven waren auch schon da. Es gab weder die Krankenhäuser noch die Blutreserven und der Generaloberst Strelitz meldete seinem Vorsitzenden, Genosse Vorsitzender, wir sollten die Gewaltlosigkeit nun wirklich verkünden und dazu stehen. Honecker stellt noch die Frage, was passiert, wenn Panzer fahren? Und Strelitz meldete, dann sind die Straßen in Leipzig alle futsch. Und damit wurde auch der Befehl der Gewaltlosigkeit unterschrieben. Und ab dann war das, von dem Sie fragten, eigentlich nicht mehr der Vorgang, mit dem wir es in der DDR in dieser Phase zu tun hatten. Aber die politisch Verantwortlichen
brauchten Zeit, um zu begreifen, wie die Dinge sich bewegen. Und ich habe dann auch mit dem neuen Forum noch in Dresden Treffen und Gespräche gehabt, damit wir uns dann auch darüber verständigen und wie soll es weitergehen. Ihr redet, macht Demonstration, was soll denn nun geschehen? Und dann kam ja dieser berühmte Beruf, Aufruf, wo vor allem Christa Wolf und andere die Initiatoren waren, damit überhaupt nun auch Aussagen kommen und vom runden Tisch, über den viel geredet wird, bin ich ja in den letzten Tagen auch gefragt worden, was ist übrig geblieben? Ein paar Tische und ein paar Stühle, die irgendwo in einem Museum stehen. Weder ist die Verfassung, die die Regierung, Modrow und der runde Tisch für eine DDR ausarbeiteten, je in die Debatte gekommen, noch hat man sich in irgendeiner Weise mit der Außenpolitik und dem 2+4-Vertrag und seinem Vorlauf am runden Tisch beschäftigt. Das alles sind die Elemente, die noch zu meiner Regierungszeit gehören, und deutlich will ich eines sagen. Ja, ich trage Verantwortung für eine Übergangsphase als Chef der Regierung, und die Übergabe kam dann von Herrn Krause und dem Messier innerhalb ihrer eigenen Partei mit Herrn Kohl und auch mit unserem ja heute Präsidenten im Deutschen Bundestag, den Namen brauche ich nicht sagen, alle kennen ihn, die sich dann sozusagen auf einen Vereinigungsvertrag einließen. Aber aus der Modrow-Regierung musste noch ein Brief zum 2+4-Vertrag in der Frage geschrieben werden, die wir entschieden hatten, die in alle Entscheidungen, die die sowjetische Militäradministration von 1945 bis 1949 getroffen haben, waren rechtens und bleiben rechtens. Wäre das nicht so, dann wäre die Rote Armee die Räuberbande, die sozusagen den Großgrundbesitzer und die Kriegsverbrecher, die ja in der Bundesrepublik nicht enteignet wurden, enteignet haben. Und so blieb dann auch diese Entscheidung in einem Brief, den Genscher und dem Messier unterschreiben mussten, an die vier Mächte, dann als eine Entscheidung, die auch zu dem gehörte, was die Siegermacht der UdSSR im Potsdamer Abkommen mit den Westmächten festgeschrieben hat, auch ein Stück geblieben ist. Und damit sind eben, ja, bedauerliche Ereignisse auch von Gewalt verbunden, aber wir sind auch in die Gewaltlosigkeit in der Zeit der DDR noch vor dem 18. März 1990 gegangen. Schönen Dank. Hat jemand noch Fragen an Hefe? Lieber Tefe, du willst 100 werden und willst in dem bis dahin auch noch ein Buch schreiben. Deswegen werd unbedingt 100 und wir werden dann mit dem nächsten Buch hoffentlich wieder hier sitzen. Du hast es uns vorhin versprochen. Schönen Dank Ihnen allen. Schönen Dank, Tefe. Schönen Dank, Hans. Für diese Veranstaltung. Ja. Und zum 7. Oktober gibt es natürlich einen Helfen. Danke. Vielen Dank euch.